Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu dem höchstwahrscheinlich Finale von Let's Play Assassin's Creed 2. Ich bin es selben Zimmerfix. Beim letzten Mal haben wir die Wahrheit herausgefunden, die uns Subjekt 16 hinterlassen hat. Wir haben gesehen, wie der erste Edenapfel den Garten Eden verlassen hat. Doch es ging weiter. Wir haben alle Codex-Seiten entziffert und nun eine Karte der gesamten Welt gesehen. Überall sind Eden-Splitter auf der ganzen Welt verteilt. Und die Grabkammer, die wir schon so lange gesucht haben, ist in Rom. Dort, wo Rodrigo Borgia ist. Und das heißt, unser Weg führt uns nun in die Hauptstadt aktuell der gesamten Welt. Auf nach Roma zur finalen Mission. Rom ruft uns, Ezio. Lass mich wissen, wann du bereit zur Abreise bist. Das ist ganz schlecht. Scheiße. Ich habe ja den. Ich habe noch. Auch wenn das schön ist, würde ich aktuell lieber den Medici umhängen. Im Maul des Wolfes, die Sixtinische Kapelle infiltrieren und Rodrigo Borgia, den Spanier, eliminieren. Den Anführer der Templer und aktuell mächtigsten Mann der Welt müssen wir bezwingen. Ein für alle Mal. So, ich habe jetzt mal meinen Umhang abgehangen. 1499. Oh, kurz vor dem 15. Jahrhundert tun wir die Sache hier zu einem Ende bringen. Es war ein langer Weg für unseren guten Ezio. Fast 25 Jahre hier, nachdem seine Eltern ermordet worden sind, im Auftrag des Spaniers, geht es nun hier nach Rom, um die Sache zu einem Ende zu bringen. Es war lange erschwerlich und wir mussten über viele Leichen gehen. Doch am Ende werden wir die Templer ausschalten. Hoffen wir mal, dass wir es in den Part schaffen. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen übernommen. Aber nun gut, jetzt versuchen wir erstmal hier ganz da cool. Oh nein. Wieso habe ich einen Kopfgeld, Mann? Ganz ehrlich, wenn ich eine von den Wachen finde, die tötet mich je instant. Die Engelsburg, aber so an der Seite hochzuklettern, glaube ich, kommt nicht so gut an. Schade, dass es noch kein Pfeifen gibt. Wieso gibt es kein Pfeifen? Okay. Ungesehen. So, wollt ihr da irgendwie mal in eine andere Richtung schauen? Nö, oder? Wahrscheinlich geht jetzt noch hier hin, oder? Sehr schön. Das haben wir sehr gut gemacht. Der eine stolpert jetzt. Die sind aber auch nicht besser, die Heinz. Der fällt einfach um. Okay, aber der eine, der ist rückwärts gelaufen, habt ihr es gesehen? Das sah sehr cool aus, Mann. Weg da! Wir haben jetzt keine Zeit mehr, mit euch hier zu spielen. So, halbwegs läuft unsere Infiltration bis jetzt. Auch wenn unsere ganzen Verbündeten hier einfach in all den anderen Städten sind, dort für Chaos sorgen. Könnte immer wieder alles alleine hier machen. So wie immer.
Was? Was soll das mit meinem Gemächt machen? Oh oh. Komm her! Ich könnte zwar jetzt schnell hier mit der Rauchbombe das beenden. Aber wisst ihr, was übrigens fehlt? Aus den Arkham-Spielen würde der Doppelkonter fehlen. Das wäre sehr cool. Ah. Los jetzt, ihr langweilt mich! Ihr langweilt mich echt. Hallo! Frischer Assassin vom Spieß. Macht doch den Fehler! Ich mach keine Fehler. Leute, ich sage jetzt schon mal so viel, was noch kommen wird in Assassin's Creed, nämlich Combo-Kills. Wenn ich einen gekillt habe, dann nehme ich, dass ich gleich den nächsten eliminieren kann. Wenn ich dann immer eine halbe Stunde warten muss, bis die mich angreifen. Die greifen mich immer nur an, wenn ich einen mal von ihren Typen im Kreuzfeuer habe. So. Das langweilt mich gerade. Machst du dich endlich mal nützlich als hängende Zielscheibe für die Steine der Jungs. Steh ihn ab. Komm her. Goodbye, Frendo. Hier ging es mir jetzt auf den Senkel. Ich hätte ich an dem vorbeilaufen sollen. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Assassino! Assassino! Lauf, Blitze! Am ersten Gegner gleich mal hier hängen geblieben. Das war sehr schön. Go, go, go! Das könnte schwer werden für unser Pferd. Außer es kann fliegen. So, wir haben jetzt keine Zeit hier mit all diesen blöden Wachen zu spielen. Haltet den Eindringling! Hätte man das schaffen können, wäre meine Frage gewesen. Na gut. Jetzt wird's eklig, weißt du? Bewerfen Sie mich mit Steinen. Würdest du einmal das machen, was ich dir sage, dann wird man das alles viel schneller schaffen hier. So. Ich bin weit genug. So. Wisst ihr was, Mann? So. Blödes Pferd, wieso kannst du nicht fliegen? Aber das ist ärgerlich, dass wir es nicht durchs Tor geschafft haben. Wir waren wirklich um einen Millimeter, haben wir es nicht geschafft. Wahrscheinlich hätte man das viel stylischer schaffen können, indem man schnell ist. Ja gut, jetzt, ich muss wieder kämpfen. Echt eklig, Mann. Ihr langweilt mich echt, Mann. Genau, den will ich nämlich haben. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und du solltest mich nicht angreifen. Ich hab dich gewarnt, Freund. Verdammt, Mann. Ich bin mir sicher, das hätte man voll cool schaffen können, wenn man schnell gewesen wäre. Aber ich hab's natürlich mal wieder nicht geschafft. So, das könnte... Das war doch utopisch, dass wir in diesem Part hier das Spiel abschließen. Aber okay, wir sind ja noch voll dabei. Also, da sind wir. Du, Ecolos, nix mehr, mein Freund. Komm her. Du bist jetzt mein Gefangener. So, ja, ja, komm. Wer will zuerst abgestochen werden? Ihr müsst mir nur sagen. Ist mir wurscht. Whoa. Alter, was machst du denn, Mann? Du Honky, Mann.
vieni a prendermi. Was du mal für Aktion gemacht, der hätte. Wer ist jetzt da runtergefallen? Der hätte es Ärger gegeben. So macht man das nämlich. Stich sie ab! Sie liegen am Boden, man kann sie nicht wehren. So, Mann! Lauf in Mann! Die Invasion, ein Mann-Armee, Baby, Mann! Willst du ihn jetzt ziehen? Jo. Auf ihn! Glaubst du, das interessiert mich, was du, Honky, hier sagst, Mann? Du schon. Was ist das schon wieder? Komm, fight die, Mann! Zack! Schau dir an, wie blutig unser Handschuh ist, Mann. Heidely low, heidely ho, heidely ho. I'm back! Ach komm, Ezio! Was war das für ein Mädchensprung, Mann? Das sind die Momente, in denen ich Assassin's Creed 2 nicht ganz so gerne mag. Weil ich weiß nicht, was das für. War das der geilste Sprung, den jemals ein Mensch gemacht hat, Mann? Möglich. Er muss doch da nur gerade rüberhüpfen. Der will der aber runter, das kann ich schlecht beeinflussen. Ja, dann kommt's halt. So. Okay, jetzt geht er hoch. Ich metzle. So. Wollen noch ein paar mehr hochklettern? Ich dachte, da kann man einmal das cool machen, indem man einfach flieht. Muss ich sagen. Ja, machen wir es halt doch so. Oh, nochmal zum Abschluss mein Lieblingsmove. Komm, 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 komm. Zum Abschluss nochmal mein Lieblingsmove. Komm. Bam, bam. So krass, Mann, der Junge, Mann. Alles wieder gut, jetzt bist du mein bester Freund. Ich sag ja, dieser Move. Er nimmt. Er hat die Klinge. Es wird einfach zwei Teile gesplittert. Und dann tut er einfach eine, zack, abstehen. Und zack, mit der Zeit. Das ist ja cool, Mann. Okay, gut. Jetzt darfst du runter. Jetzt darfst du runter. Und jetzt geht's rein zum Papst. Zum Glück haben die mitbekommen, dass wir es da draußen rumschlachten. So, jetzt müssen wir schnell zu der Gruppe hier. Mal, wir sind ja eh hier im Sperrgebiet, also kann ich ja nicht mehr auf die Tore oben auch anziehen. Da das jetzt hier zwei Wachen sind und der eine so fies steht, dass ich an dem vorbei muss. Ich muss weg hier. Presto, presto. Ich soll hier verschwinden. Machen wir das ganz einfach so. Kommt mir bekannt vor. Waren gerade ein paar weniger. Ich überlege, ob wir das mit Gift machen sollen. Der war schon tot. Ja. Ich muss weg von hier. Wo schneidet man Mäntel wie diesen? Milano. Komisch erscheint dieser. Lass mich doch. Ich tue doch keinem etwas. Wieso darf ich da nicht entdeckt werden? Das hat mir auch niemand davor gesagt. Das hat mir auch niemand davor gesagt. Yeah. Das
Hat mir niemand gesagt, dass ich da nicht entdeckt werden darf. Das finde ich gar nicht geil, Mann. Ansonsten bin ich jetzt nicht auch unbedingt richtig stylfig da durchgelaufen. Aber nun, gut. Ist ja halt immer schön, wenn man nicht mal Begründung hat, wieso man das stylfig... Oh. Toll. Aber nochmal wirklich geil, dass man auch wirklich für das Finale das Spiel nochmal in eine komplett neue Region macht. Ich meine, man hätte es ja nochmal machen können hier in Venedig, Florenz, hätte man sicher noch einiges machen können, aber nee, dass man wirklich sagt, okay, das Finale ist in Rom eigentlich auf der größten Bühne, könnte man so sagen. Was war das? Wieso beklaust du den? Jetzt muss ich da leider weg. Das hast du gut gemacht. Ja, aber ich muss die alle eliminieren, oder? Ich komme sonst gar nicht weiter. Von wegen. War nur angetäuscht von mir. Boah, der eliminiert, ohne entdeckt zu werden. Factorem coelia terrae, visibilium omnium et invisibilium. Und dort ist es. Wir sind hier im Heiligsten, der Sixtinischen Kapelle. Und dort ist der Rodrigo Borgia. Und Leute, wir werden jetzt nochmal einen kleinen Cup machen und dann beim nächsten Mal die Sache zu einem Ende bringen. Bis zum nächsten Mal dann, haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.